Moin! Herzlich willkommen zurück zur Sonntagsnachmittagsausgabe Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach-Map in der Version 1.0 ohne Gräben. Ja, was soll ich sagen? Wir sind dabei und haben Papierpaletten geholt. Und bringen die jetzt gerade mal zur Molkerei, damit die Molkerei weiter produzieren kann. Weil sonst haben wir ein Problem, wenn die nicht weiter produziert. Dann werden wir unsere Milch nämlich gar nicht mehr los. Ups. Ah, und denen fehlt es hier gerade an Papier. Sonst ist hier alles da. Ja, ist gerade genau voll. Naja. Gut, dann ist dem so. Aber was wir eben machen können. Wir können schon mal Milchprodukte mitnehmen und ins Lager bringen. Es sei denn, ich kriege gerade für irgendwas Höchstpreise. Ketchup, Dünger, Sahne bei McDonald's. Sahne bei McDonald's. Ne, ich hole erstmal was geht aus dem Lager raus. Und dann schauen wir mal. Hey! Habt ihr gestern beim Livestream reingeguckt? Das war ja der zweite Stream praktisch, den wir wieder auf unserem Neuanfang praktisch hier auf der nordfriesischen Marsch machen. Wir haben ja wieder bei Null angefangen sozusagen. Und sind da fleißig bei. Oh, jetzt geht auch die Produktion weiter. So. Wir müssen hier mal so ein bisschen zusehen, dass wir hier... Völlig egal, Hauptsache weg. Ich schieb mir das nachher eh so hin, wie ich will. Ja, und habt ihr heute um 12 in mein neues Projekt reingeguckt? X-Plane? Flugsimulator? Ja. Ganz, ganz am Anfang. Flugstunden nehmen. Ich habe mir gedacht, Mensch, hier mein Bauernhof, der läuft so gut. Kann ich auch mal fliegen lernen. Nee, Quatsch. So habe ich natürlich nicht gedacht. Kriegen wir hier alles mit? Na, wird knapp. Nee, alles kriegen wir nicht mit. Aber fast. Eine Palette nicht. Das soll jetzt mal nicht so schlimm sein. Sag ich mal.
Ja. Und weiter geht's. Ab zurück zum Palettenlager. Ups. Das wollte ich aber gar nicht. So. Muss ich zum Schlachthof, muss ich glaube ich auch dringend. Oder? Ich weiß das gar nicht. Habe ich da noch alles vollstehen oder habe ich das alles schon verkauft? Muss ich gleich mal gucken. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal zum Kühlhaus. Zum Kühlhaus, mein Gott. Da drüben. Ja, Papier wird hier nicht angenommen, das ist mir klar. Deshalb fahre ich das Papier ja jetzt auch hier rüber. Hier wird Papier aber ja angenommen. So. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Jetzt fahren wir mal direkt zum Schlachthof und gucken mal, was da so abgeht. Nee. Vorher bringen wir auch noch die Paletten hier weg. Sieht ja nicht schön aus hier. Wollen wir das mal voll machen hier. Habe ich hier überhaupt noch was? Ja, alles voll.
So. Einmal umgeladen. Dann machen wir den hier jetzt auch noch einmal leer. Und gibt es für Fleisch zufällig gerade irgendwo richtig Kohle? Fleisch bei McDonald's, nö. Gut, also wissen wir, was wir zu tun haben. Ab ins Kühlhaus damit. Ist ja nicht so, dass wir jetzt gerade am Hungertuch nagen. Und dann können wir nämlich auch noch wieder hier Viehzeugs hinbringen. Wir haben noch so viel, wir haben noch 150 Rinder, die geschlachtet werden können, oder fast 160. Muss ja auch irgendwann mal weg, ne? Ah, ich habe was vergessen. Ja, mir fällt gerade was ein. Ich wollte hier andere Hintergrundmusik machen. Sorry, habe ich vergessen. Ihr müsst jetzt noch, ja, heute in der Vormittags- und auch jetzt in der Nachmittagsausgabe mit der alten leben. Ab morgen gibt's zwar ähnliche Auswahl, aber die Reihenfolge wird sich immer mal ein bisschen verändern. Und es fängt nicht immer mit dem gleichen an und so weiter und so fort. Und es ist etwas mehr Auswahl. Ja. Haben wir das auch. Ja, das ärgert mich jetzt gerade ziemlich, dass ich das vergessen habe. Mann, Mann, Mann. Sorry. Ich habe es für Sonntag versprochen. Jetzt wird's Montag erst was. Oh Mann. Zucker. Ich muss Zucker abholen. Ich kann auch erstmal gucken, ob ich hier schon Krabben und Fisch abholen kann. Ja, kann ich. Ah, das ärgert mich jetzt echt gerade tierisch. Und produziert jemand schön fleißig weiter. Ich hole hier mal eben Zucker ab. Und dann verkaufe ich auch diese M82 Auflieger und kaufe mir nur noch diese Fliegel. Dinger. Ja, ihr habt's gehört. Es ist Zeit für mich zu gehen, wie man so schön sagt. Ja. Nee, Quatsch. Wir
bringen das hier noch eben weg. Aber das machen wir diese Folge nicht mehr. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, Like oder ein Abo. Und kommt mich bei Facebook oder auf meiner Homepage besuchen. Und schaltet morgen auf jeden Fall wieder rein. Dann auch mit einer anderen, ja, mit einer ähnlichen, aber anders organisierten und mehr abwechslungsreichen Hintergrundmusik. Sorry, ich habe das echt verschlafen. In diesem Sinn, sag ich mal. Ciao.